In Brüssel ist eine Demonstration des belgischen Gesundheits- und Pflegepersonals außer Kontrolle geraten. Tausende Menschen hatten sich vor dem Sitz des Gesundheitsministeriums versammelt, um gegen die Einführung einer Impfpflicht und für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Gewaltbereite Demonstrierende versuchten, das Gebäude zu erstürmen. Die Polizei setzte Reizgas ein, um das Ministerium abzuschirmen. Es herrscht bereits Personalmangel und wenn man nicht geimpftes Pflegepersonal einstellt, werden Betten geschlossen und Patienten nicht mehr behandelt. Wir müssen also aufhören, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Das Problem ist der Mangel an Betten und die mangelnde Wertschätzung des Berufs. Wir sind für die Impfung, aber warum nur das Pflegepersonal? Jeder muss geimpft werden. Es heißt jetzt, alle oder niemand. 2020 wurde uns applaudiert. 2021 gab es keine Anerkennung. Und 2022 werden die Leute entlassen. Also ab einem bestimmten Punkt geht es wirklich um Anerkennung. Polen verschärft die Corona-Regeln, weil die täglichen Infektionszahlen zwar nicht stark steigen, aber auf hohem Niveau verharren. Außerdem befürchtet Gesundheitsminister Adam Niedzielski, dass die Omikron-Variante auch in Polen auftauchen könnte. Ab dem 1. März gilt eine Impfpflicht für medizinisches Personal, Lehrkräfte an Schulen und Berufe in Uniform. Nicht nur in Spanien, auch in Portugal haben die Gesundheitsbehörden eine Impfgenehmigung gegen Covid-19 für die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen erteilt. Spanien will die Kampagne für die Kinder mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer am kommenden Montag beginnen. Zuvor hatten bereits EU-Mitglieder wie Deutschland, Italien und Tschechien Impfgenehmigungen für unter 12-Jährige beschlossen. Die Europäische Arzneimittelagentur und die Europäische Gesundheitsbehörde haben sich für die Einführung von Kreuzimpfungen ausgesprochen, also die Kombination zweier unterschiedlicher statt desselben Impfstoffs.